Ein herzlich willkommen zu Let's Play Dragon Quest 1. Ich bin euer Miku, ich bin Miku XC und ja, was gibt's zu sagen? Dragon Quest 1 und ja, von Enix und dementsprechend freue ich mich sehr auf den Titel. Ich habe ihn nur angetestet und nie lange weit gespielt. Dementsprechend freue ich mich drauf. Ich habe schon gehört, der soll nicht so lange gehen, deswegen gucken wir mal rein. So, wir müssen jetzt erstmal ein Abenteuer löschen. Ich habe nämlich schon ausgetestet. Bisschen. So. Und starten denn mal da. Neues Abenteuer. Beginn der New Adventure. Gehen wir da mal rein. Mein Adventure Log 3. Und so, unser Name ist natürlich Miku XC, beziehungsweise mein Name. Denn euer Name ist wahrscheinlich anders. Also nicht anders, sondern ein komplett anderer. So, Miku XC. Und, ja, man kann wohl gerade sagen, Start drücken, aber hier nicht. Okay, Texte machen wir 4. Und dann starten wir ins Abenteuer. So, der König sagt... Miku XC, Nachfahre oder Anwärter des legendären Kriegers Edric. Ja, mein Englisch ist jetzt nicht so gut. Wir haben lange auf deine Ankunft gewartet. Vor langer Zeit hat der legendäre Krieger Edric die Kugel des Lichts von den Göttern erhalten. Mit dieser Kraft hat er viele Dämonen besiegt, die diese Welt bedeckten, die überall auf der Welt verteilt waren. Dann ist der böse König der Drachenkönig aufgetaucht. Hier steht Drachenlord, aber das ist eine Fanübersetzung, was hier läuft. Deswegen. Er stahl die Kugel des Lichts und versiegelte sie in der Finsternis. Lange bevor die Welt in Bearbeitung war und Zerstörung von der Finsternis. Bla. Ja, mein Englisch ist nicht so ganz gut. Allerdings kann ich euch das schon ein bisschen übersetzen. So, mutiger Miku, bitte besiege den Drachenlord und kehre mit der Kugel des Lichts zurück, wenn es möglich ist. Okay. Wenn du diese Truhen hinter dir öffnest, die wir beinhalten, wichtige Sachen, die dir auf deine Reise, ja, nützlich sind. Also auch kannst du mit den Soldaten hier in diesem Raum sprechen. Sie geben dir auch wichtige Informationen über diese Quest. Well then. Mutiger Miku. Ciao. Okay, wir öffnen die Truhen. Und da das ein Remake ist, kann man natürlich mit nur einer Taste alles machen. Alles mit allen interagieren auf der... Also, gut, Remake, das kann ich gleich dazu erklären. Bisschen näher drauf eingehen. So, 120 Gold haben wir bekommen. Hier kriegen wir eine Fackel, ist auch schön. Und... ein magischer Schlüssel. So. Ey, du. Miku XC, weißt du über Prinzessin Quelin Bescheid? Nein. Prinzessin Quelin ist die einzigste Tochter des Königs. Seitdem sie die Königin gestorben ist, hat die Prinzessin ihren Vater... und sich um ihren Vater gekümmert, ihr wisst schon. Wegen dem zersprochenen Herz und so weiter, weil er traurig war und weil die Mutter tot ist. So, vor einem halben Jahr allerdings wurde die Prinzessin von einem Dämon gekidnappt. Der König redet nicht gern drüber, aber es verletzt ihn tief zu seinem Herzen, es ist ihm eine Herzensangelegenheit und so weiter. Miku, bitte geh fort und rette Prinzessin Quelin. Natürlich machen wir das, natürlich, ja klar. Prinzessin retten ist mein Job hier. So. Hey, wenn du die Stadt verlässt, willst du eine Stadt sehen in der Nähe, also wenn du die Stadt verlässt, du kannst dort Waffen und Rüstungen kaufen. Und wenn du verletzt bist, kannst du dort ins Hotel da gehen, werden deine Verletzungen heilen und so weiter. Wenn du die Schatzkisten da oben öffnest, du wirst einen magischen Schlüssel finden. Dieser Schlüssel wird, nachdem du ihn benutzt hast, verschwinden. So, du kannst halt nur eine Tür mit einem Schlüssel öffnen. So, deine Reise wird jetzt beginnen. Genau, meine Reise wird jetzt beginnen. Es geht ja nur fast 5 Minuten apart. Na, ich habe schon eine Aufnahme vorher getestet und so weiter. Gut, öffnen wir mal die Truhe, die Stadt und dann gehen wir raus. Und wir sind draußen. Nein, wir sind unten nur. Hallöchen. Das hier ist Tante Tegel. Viele Menschen hier haben gesagt, das wäre ein Paradies. Na, dann sind alle Dämonen aufgetaucht. Ach ja. Und du? Oh, Prinzessin Quelin. Wo könnte sie denn so sein? Vielleicht ist sie tot? Oh nein! Was sage ich dann nur? Miku XC, bitte vergesst, was ich gesagt habe. Alles klar? Sie ist wahrscheinlich tot? Nein, natürlich ist sie nicht tot. Hallöchen, was sagst du denn, dicker Typ? Ich bin ein reisender Verkäufer. Viele von meinen Kollegen wurden von den Minions des Drachenlords getötet. Genau deswegen habe ich vieles gefunden unterwegs mit traurigen Erinnerungen und so weiter. Ja, gut. Und der kleine Junge hier? Hast du das gehört? Nein. Gerüchte sagen, eine Stadt wurde zerstört von Dämonen.
Alles klar, vielen Dank. Danke, dicker Mann, dass du mich noch gerade durchlässt. Ich hab schon gedacht. So, wir können ja allerdings nicht viel in der Stadt tun. Allerdings können wir hier in diesen Dingen reingucken und gucken, was da drin ist. Medical Herb. In den anderen drin ist es schon drin, habe ich schon gemerkt, weil ich ja vorhin schon mal die erste Aufnahme verkackt habe. Naja, gut. Ist halt so. Aber wir gehen jetzt erstmal hier raus und gucken mal, was da so ansteht. Und wie man sieht, steht hier nicht viel an. Allerdings weiß ich, was hier ansteht, nämlich hier oben ist eine Stadt. Und bevor wir in die Stadt gehen, zeige ich euch nochmal kurz das Kampfsystem. Das muss man ja immer noch vorher mal zeigen. Man weiß es halt nicht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, na gut, ich kenne das schon, ne? Ich bin sehr gespannt, was labert ich da. Ein Schleim ist auftaucht, wie in Dragon Quest üblich. Das erste Gegner ist ein Schleim. Und dann greifen wir doch mal direkt an mit der Attack. So, einen Schaden haben wir gemacht. Mann, sind wir gut, ne? Mann, sind wir gut. Ja, ja, komm, hau rauf da. Hau einfach rauf auf die Scheiße. Schleim ist besiegt. Und wir kriegen 2 Gold dafür. Wir müssen auch, ich weiß ja, im ersten Part, ist ja jetzt der erste Part, da kann ich ja schon mal sagen, man muss halt viel leveln. Soll ich das zwischen den Parts machen? Ich denke, so ein bisschen kann ich auch in den Parts machen, also dass ich zwischen den Parts leveln, das bleibt nicht aus. Aber so in den Parts muss man jetzt nicht groß, ich mache jetzt nicht große Level-Sessions, denn das werde ich nur off-screen machen, große Level-Sessions, aber so kleine Level-Sessions wie jetzt hier zum Beispiel mit diesem komischen Schleim da, kann ich ruhig machen. Denn ich brauche ein bisschen Geld. Denn in dieser Stadt gibt es halt eine Waffe, die ich gerne hätte. So, wir haben 4 oben ist HP, MP und so weiter. Ihr wisst schon, das ist natürlich Grundkenntnisse eines JRPGs. Nur muss man wissen. So, wir haben eine Schleim besiegt und kriegen 2 Gold und gehen wir doch mal in die Stadt rein. In. Wie heißt die Stadt? Ich weiß gerade nicht. Ich guck mal. Hallo, wie heißt die Stadt? Hallo. Willkommen in der Stadt auf Breckenary. Okay, das Stadt heißt Breckenary. So, wir haben hier viele Leute. Und das hier ist das Inn, ne? Da steht er ja. Des Reisenden Inn. Eine Nacht kostet 3 Gold. Möchtest du hierbleiben? Ja, klar. Hab eine gute Nacht. Hab eine gute Nacht, du. Ah, guten Morgen. Bitte komm wieder zu uns, wenn du wieder nächtigen willst. Ja, 3 Gold ist immer relativ. Und wir haben anstatt, weil das einzige Bett wahrscheinlich da hinten belegt ist, haben wir nur vor der Theke geschlafen. Ist auch natürlich nice. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. So, was haben wir denn hier in der Truhe, in den Schränkchen? Dann gucken wir mal rein. Was? Du hast eine Flügel des eines Silbern gefunden? Natürlich haben wir gut gemacht. Denn mit der Flügel des Silbern können wir zur Stadt wieder reisen, beziehungsweise zum Schloss des Königs. Von jedem Ort aus, aber natürlich nicht in Höhlen. So, was machen wir denn jetzt? Wir gehen erstmal kurz hier in den Waffenshop rein. Hallo. Willkommen, geh rein und rede mit den Typen da drin. Ja, mach ich doch mal. Bitte, das ist ein Waffenshop. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, du kannst nur eine Sache tun hier. Du kannst mir nur sagen, was wir kaufen sollen. So, wir haben hier einen Bambu-Pool. Also so, ne, ihr wisst schon, ein Club. Das ist ein Baseballschläger, so eine Art. Ein Kupferschwert, also Kupferschwert. Lederschild. Ich würde mal sagen, wir sparen erstmal auf ein Kupferschwert. 180 kostet das nämlich. Das machen wir als erstes. Drauf sparen und dann gucken wir mal, was hier so alles abgeht. Wir gehen ja kurz mal mit den Typen reden. Hallo. Ich bin ein reisender Verkäufer. Ich komme von der Stadt Garinham. Die ist in der Nähe, also weit weg im Norden von dieser Stadt. Es ist eine kleine Stadt. Im Nordwesten von Peninsula. Bei jedem Schritt, den ich gemacht habe, bin ich vom Monstern umringt worden. Von horrible Monstern natürlich. Ja, ja, ist okay. Es ist schwer hier zu leben, ich weiß. Hallöchen. Wenn du die Stadt verlässt, zu reisen. Bitte passt bei den Brücken auf. Ganz schreckliche Monster warten nur auf unbedachte Reisende, um sie zu attackieren. Ja, ja. Du musst aufpassen hier in Dragon Quest 1, denn, ja, Monster und so. Weißt du das schon? Was? Es gibt eine Stadt, die verkauft magische Schlüssel. Aha, es gibt eine Stadt, die verkauft magische Schlüssel. Ich muss noch mal sagen, genau wegen Remake, das wollte ich auch nochmal ansprechen. Okay, guck mal, ich geh kurz mal draußen trainieren. Und dann spreche ich es mal an. Gemütlich. Ist eine gemütliche Runde hier, Dragon Quest. Oder kann man schon sagen, so. Das Spiel, Originalspiel kam 1987, wenn ich mich nicht irre, für das NES raus. Und dort gab es halt viele. Das Spiel war halt sehr altbacken noch, also gut, es sah jetzt nicht so altbacken, es war gut, es sieht altbacken aus, zudem, wenn du den Teil und dann den Original vergleichst, da sieht ja schon altbacken aus. Und
Das Remake, was ich spielen kann, 1993 raus und dementsprechend ist hier viel verbessert worden. Und was unter anderem verbessert wurde, ist erstmal die Grafik natürlich. Die Grafik ist verbessert worden. Dann kriegt man bei jedem Gegner, den man tötet, ungefähr das Doppelte an Erfahrung, wie man normalerweise bekommt, also im Original. Und dementsprechend kriegt man aber auch das Doppelte an Geld. Jetzt dauert das trotzdem etwas lange, hier Geld zu farmen. Ich muss ein paar Schleime besiegen, sonst kriege ich halt... muss halt auch trainieren. Bleibt nicht aus. Ich muss trainieren. Aber ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Und ich hoffe, ihr auch. So, kostet 3 Gold. Wir müssen Gegner unbedingt schneller besiegen. Deswegen ist der Anfang ein bisschen langatmig, der Anfang. Aber dann gehen wir auf Erkundungsreise in der Open World. Da seid ihr auch froh. Also, ja, wollt ihr auch haben, oder? Ein bisschen so erkunden hier. Geh mal in den Wald rein. Vielleicht kommen hier mal rote Schleime, weil die gibt es hier nämlich auch im Stadtgebiet. Gucken wir mal. Na? Ne, nur ein blauer. Okay, machen wir auch tot. Nur ein blauer Stein. Besoffener. Ja, gut. Da das Spiel aber auch nicht so lange geht, ist das, glaube ich, das Maximum. Ich glaube, Maximum Level geht bis 99. Allerdings schafft man es nicht bis Level 90. Das dauert ja ewig. Was es allerdings gibt, ist hier, genau, man soll, ist um und bei, ich habe geguckt, um und bei ist man mit Level 20 mit diesem Spiel hier durch, weil man mit Level 20, okay, ja, roter Schleim, mit Level 20 den Boss schon machen kann, beziehungsweise den letzten Boss. So, ich hoffe mal, den besiegen wir, den, wieso treffe ich das halt nicht? 2 Schaden, jetzt kommt Evie an. Okay, besiegt. Und 2 Erfahrungspunkte. Und wir steigen Level. Nice. Und die Stärke ist höher. Und wir haben mehr HP. Und wir haben 4 Gold gefunden. Ich gehe allerdings nochmal schlafen. Denn 4 Gold ist gerade mal vielleicht eine Nacht. Ja gut, das kostet 3 Gold. Und 4 Gold kriegen wir immer pro roten Schleim. Ah, das zieht sich hier aber auch, ne? Also ich meine, das zieht sich hier wirklich. Okay. So, wir gehen mal kurz hier rüber. Wenn wir schon hier sind, ne? Diesen Part werden wir halt nicht so viel sehen, wie ihr denkt, aber wir gucken mal. Das ist ein Itemladen, ja. Gehen wir uns mal, ich weiß, was ich mir kaufe. Ich kaufe mir mal. Sag mal, was verkaufst du denn? Du verkaufst, na? Milke, ein Drachenscale. Kaufe mal einen Drachenscale. Eine Drachenschuppe. Gar nicht mehr. Denn mit dieser Drachenschuppe, ich guck mal nach, ob wir die in den Stabs ausrüsten können. Equip, das macht... Weapon haben wir nichts, da haben wir nichts, da haben wir nichts. Ein Accessoires und wir rüsten uns den Drachenschuppe aus. Wir brauchen auch nicht. So. Ich glaub, Lormann zwar die durch den Dings scheinen sehen, den Typen da unten. Ja, kann man haben, ne? So, wir haben jetzt viel Geld verschwendet für eine Drachenschuppe. Sag mal, was laberst, was guckst du da eigentlich an? Ich studiere verschiedene Zauber. Das wird dir helfen, einen Fluch wegzumachen und so weiter. Wenn du jemals verflucht wirst, kommst du zu mir. Ich werde dir helfen. Okay. Was ist da drinne? Da ist gar nichts drin. Okay, gut. Du studierst nichts. Oder er tut da die Flüche rein. Man weiß es nicht. Das Erste, was wir machen, wir gehen erstmal... Wir gehen mal noch ein bisschen nach Norden, oder? Komm. Ein roter Schleim. Wir haben jetzt ein bisschen stärker... Wir sind ein Level haben wir. Sind jetzt höher. Ja, gut, er hat nicht getroffen. Ein Schaden. Er trifft Lilly getroffen, was ist denn los? Okay, das ist schon mal sehr nice. Wenn der Gegner nicht trifft, dann kann er nichts machen. So. Ja. Ich glaube, es gibt keine Weltkarte. Soweit ich glaube. Also ich habe noch nicht gesehen, wo man eine Weltkarte aufrufen kann. Also ich glaube, es geht auch gar nicht. Ich guck mal nach, ob ich die vielleicht einblende. Ich muss mal gucken. Denn das hier ist die Welt von Alefgard. Das ist sozusagen dieselbe Welt, die ihr, wenn ihr Dragon Quest Builders gespielt habt, gesehen habt. Denn in Dragon Quest Builders gab es genau dieselbe Stadt. Und dort bereist man die Stadt und muss die wieder aufbauen. Denn Dragon Quest Builders ist der Nachfolger, beziehungsweise der Story-Nachfolger von diesem Teil. Denn am Ende des Spiels stellt der böse Drachenlord, hallo, den Helden eine Frage, beziehungsweise ein Ultimatum, würde ich gerade sagen. Eine Entscheidung. Und je nachdem, welche man Entscheidung trifft, geht halt das Spiel zu Ende. Und bei der falschen Entscheidung
Und bei der falschen Entscheidung, genau das spielt Dragon Quest Builders. Denn da drüben ist das Schloss des Drachenkönigs, da müssen wir rüber, das ist unser Ziel. Und um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir vier magische Gegenstände in diesem Spiel finden, in dieser Welt. Und ihr werdet überrascht sein, wie schnell das eigentlich geht, diese vier Gegenstände zu finden. Das hat mich selber überrascht. Denn das Spiel geht wirklich nicht lange. Ich meine, wir schaffen das wahrscheinlich, wenn ich zwischen den Parts level, so zwischen immer, ja gut, in 5 Stunden schafft man dieses Spiel schon durch. Kann man durchschaffen, wenn, na, ihr wisst schon. So, mal gucken. Oh, einen kritischen Schlag und 7 Schaden. Ich will jetzt bis Level 3 leveln. Um weiterzukommen. Ich glaube, bei Level 3 kriegt man einen Zauber als erstes Mal, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Wir gucken mal. La la la. Wieso gefällt euch die Musik? Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Denn mir gefällt die Musik sehr. Das ist genau dieselbe Musik, die es auch in Dragon Quest Builders rumläuft. Na, mal gucken. Was sagt ihr zum Kampfsystem? Ist es ziemlich altbacken mittlerweile. Aber immer noch. Es fühlt sich immer noch frisch an, finde ich. Es ist jetzt nicht sehr schlecht. Ich habe schon echt schlechte Kampfsysteme gesehen. Und da ist dieses hier schon relativ in Ordnung. So, roter Schleim. Die Gegner treffen uns kaum mittlerweile, oder? Ja, irgendwie merken durch den Dragon Scale wahrscheinlich, treffen uns die Gegner kaum. Ich finde das schon sehr angenehm gerade. Ich habe gedacht, der Anfang wird ein bisschen schwerer. Denn, ja gut, jetzt laufe ich hier die ganze Zeit im Kreis, ne? Aber bis Level 3 will ich hier noch im Kreis laufen. Aber das Level 3 müsste eigentlich nicht mehr lange dauern. So. Der trifft mich tatsächlich nicht. Das ist schon mal sehr gut. So. Immer noch nicht. Ich will Level 3 werden in diesem Part noch. Das ist mein Ziel. Und dann werde ich offscreen leveln. Offscreen. So, wir haben Schlag. Toll. Die Schleime geben auch nicht viel Erfahrung, die Scheißdinger. Mit einem Schlag können wir die besiegen. Und wir sind Level 3. Gut. Gut. Gut, 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 ja. Und wir haben Heilung gelernt. Das ist auch schön, sehr gut. So, damit bekommen wir denn die Stadt, wenn wir mal in die Stadt gehen, von dem, ich glaube, der Reisen hier gesprochen wurde im Norden. Allerdings will ich erstmal kurz schlafen gehen. Und dann begeben wir uns gemeinsam auf die Reise, um die Drachenquest zu erfüllen. Denn diese Drachenquest wird schon gut sein. Das wird schon fantastische CGI-Grafiken haben. Nein, ich wollte euch die verkehrte Hoffnung machen. Gut, wir gehen jetzt erstmal nach Norden und gucken mal, wo diese Stadt ist, von der alle sprechen. So, nochmal so zum Zeigen. Auf die braunen Berge kann man rauflaufen, allerdings nicht auf die weißen Berge. Und das ist sozusagen die Begrenzung, genau wie Seen und so. Das ist alles die Begrenzung der Lande und wir können halt nicht überall hin. Ist klar. Allerdings können wir doch über diese Berge hier laufen. Das ist schon mal sehr gut. Und Wälder können wir auch machen. Und Draki. Du bist auch mal ein anderer Gegner. So, so, so. Na, komm. Gut, besiegt. Wir haben 4 MP, ne? Wie viel kostet Heilungszauber? Nein, ich wollte nicht suchen, nein. Danke, ich wollte gucken, wie viel Heilungszauber kostet. Okay, 3 Stück. Wir können es nur einmal heilen. Das ist schwer. So, allerdings wollte ich mal sagen, diese Hülle, da gehen wir nächstes Part rein. Denn ich will jetzt erstmal leveln, weil einmal heilen ist schon echt kacke. Ich weiß nämlich nicht, was mich da drin erwartet. Ab da fängst du nämlich an, den Ding blind. Und eigentlich wollte ich ja zur Stadt. Naja, gut. Wie ist dein Haferbrei? Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs ersten Part Dragon Quest. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Ich hoffe, euch schreckt die Grafik nicht ab, denn die ist wirklich schon ein bisschen älter. Allerdings bringt das ja trotzdem noch Spaß. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und haut rein. Tschüss.